Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Der Danny spielt das. Wir fahren heute einen ICE und stehen hier im oder am Flughafen Berlin. Und ich lese einfach mal vor. Moin Kollege, du hast heute auf 103.03 und hast dabei den IC 2902 am Haken. Als Ersatzzug für einen defekten KIS, der normalerweise unter der Zugnummer 2272 verkehrt. Du hast bereits Wende gemacht und bist vom Steuerwagen auf die Lok gewechselt. Für dich geht es nun mit der 101.003 an der Zugspitze weiter über den Berliner Außenring und Berlin Südkreuz sowie Berlin Hauptbahnhof Tief. Bis Berlin Gesundbrunnen, wo deine Ablöse wartet. Los geht es hier jedoch erst um 9:05 Uhr. So lange hast du noch genügend Zeit, die Lok in Ruhe fertig zu machen. Gute Fahrt! Ja, und das Ganze kommt aus der Feder oder stammt aus der Feder von Train FW und nennt sich mit Märklin vom BER gen Ostseestrand. Und ich würde sagen, ich starte mal und werde hier erstmal ganz Licht in die Angelegenheit bringen. So. Spitzensignal, zack, das werden wir. Und wir werden natürlich die Türen öffnen, um Gottes Willen. Das hier auf dunkel machen. So, das werden wir auch wieder umdrehen. Zack. Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen und ich würde sagen, jetzt sind wir soweit fertig mit Aufrüsten. Zugsicherungssysteme lassen wir mal außen vor, ihr wisst Bescheid. Ja, gucken wir uns die Lok mal an, würde ich sagen. Wie ich finde, 101 ist ja sowieso schön und ihr seht, sie ist von Märklin, hat die Märklin-Werbung drauf. Die neue Ausstellung, die 1.10.21 bis 12.06.22, also sie ist durchaus noch besuchbar. Ja, den Spruch habe ich gestern auch des Öfteren gehört an Bahnhöfen. Ich war ja gestern, wie ihr ja aus meinem Video, was ich heute veröffentlicht habe, veröffentlicht habe, wisst, war ich ja gestern in Bremen. Übrigens auch standesgemäß mit der Bahn hingefahren, mit dem IC 2310, Steuerwagen voraus, von Essen über Münster-Osnabrück. Und schließlich Bremen, während der sich hier auf den Weg macht. Und da habe ich das dann auch des Öfteren gehört, dass man die gesamte Zuglänge ausnutzen sollte. Und ja, natürlich 3G-Regel in allen Zügen und so weiter. Maskenpflicht in allen Zügen und an den Bahnhöfen sowieso. Und ja, deshalb kommt mir der Spruch noch sehr vertraut vor. Mit da oben seht ihr es, Berlin hat Bahnhof als RE17. Nahverkehrstickets werden an erkannt. Berliner Hauptbahnhof, Neustrelitz Hauptbahnhof, 905 IC 2902. Ziel dieses Zuges ist Warnemünde. Da könnt ihr den ganzen Text nochmal lesen. Ersatzzug für IC 2272. Zug verkehrt bis Berlin Hauptbahnhof als RE17 und den Rest habt ihr ja schon gelesen. So, dann wollen wir mal schauen. Wir haben leider keine Zugzielanzeige, aber das kann man ja. Man kann ja nun mal nicht alles haben. Ich glaube aber nicht, dass ich das ändern kann, oder? Nee, da tut sich nichts. Vorsicht bei der Einfahrt. Also das mit den Ansagen finde ich wunderschön. Wirklich, das ist kein Szenario von Fairsystem. Nur um das nochmal klarzustellen, sondern es ist wirklich ein ganz normales Szenario von der Seite RailSim, kostenlos downloadbar. Steht.
Neustrelitz. Abfahrt 9:05 Uhr. Also es ist wirklich ein wunderschönes Szenario, jetzt schon am Anfang, obwohl wir noch keinen Meter gefahren sind, gefällt mir das schon. Muss ich wirklich sagen, also mit den Anzeigen, mit den Ansagen, mit der wunderschönen Lok, also es ist einfach nur genial. Dazu der KI-Verkehr, ich bin restlos begeistert. Wenn das genauso gut weitergeht, 1A, muss ich wirklich sagen. So, wir haben wie gesagt 9:05 Uhr Ausfahrt. Und das ist jetzt auch nicht mehr so lange. So, auf geht's! So, wir lösen die Bremsen. Schauen uns noch einmal um, ob alle Türen zu sind. Dies ist der Fall. Dann haben wir Ausfahrt. Erste Station, Berlin Südkreuz. Auch der Abfahrtspfiff gerade. Mega. So, da steht immer noch die S-Bahn. Die macht im Übrigen auch hier das Geräusch, was die ganze Zeit schon zu hören ist. Und unsere Märklin beklebte 101 macht sich auf den Weg. Hinten dran der IC 2902. So, wir hüpfen rein in unseren Führerstand. Mal ein bisschen ausschalten hier. Damit wir auch auf unsere 60 km/h kommen. Wir wollen auf keinen Fall zu spät kommen. Könnt ihr hier mal ein bisschen Fernlichter machen? Und mal ein bisschen mehr sehen hier. Guten Tag, sehr geerte Fahrgäste. Das Personal begrüßt Sie in Flughafen BER zugestiegenen Fahrgäste. Im Intercity 2902 auf seiner Fahrt nach Warnemünde. Über Berlin Hauptbahnhof, Berlin gesucht von Oranienburg, Neustrelitz, Hauptbahnhof Warenbüritz und Rostock Hauptbahnhof wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster Fahrplan ist egal, ist dann Berlin voll. Ja, auch wunderschöne Zugchefansage. Ich glaube, so kann ich es ganz gut nennen. Kann man das so nennen? Ich nenne es einfach so. So, Tageslicht, das heißt, Fernlicht aus. So. So sieht es doch schön aus. Wunderschön. Machen wir doch gleich mal einen Screenshot.
Da kommt ein Flugzeug, geht's besser? Das ist doch traumhaft. Herrlich. Oh, ich werde zu schnell. Jetzt müssen wir mal abschalten. Erste Station übrigens noch 33 Kilometer. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so weit ist vom Flughafen bis nach Berlin-Südkreuz. Aber dem ist dann wohl so. So, wir dürfen dann auch gleich auf 160 aufschalten. Jetzt werden wir gerade ein bisschen gebremst hier von der Steigung. So, 160. Oh, Schutzstrecke. Zwangsabschaltung des Hauptschalters. Schalten wir die einfach wieder ein. Da kommt die Lok schon wieder. Wunderbar. Können wir wieder aufschalten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier auch das mit der Schutzstrecke eingebaut wurde, dass sich dann der Hauptschalter zwangsabschaltet. Das hatte ich auch schon mal des Öfteren in früheren Szenarien, also wo ich das am Anfang gespielt habe, das Spiel, aber dass das jetzt noch vorkommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, das ist jetzt auch nicht das Tragischste, schaltet man ihn einfach wieder ein und gut ist. Der Zug hat dann kurzzeitig keine Leistung, keinen Antrieb. Und, weil der Hauptschalter ausgeschaltet wurde und damit fließt kein Strom mehr von der Oberleitung in den Elektromotor und dann ist die Lok halt stromlos. So, 120.
Einfach nur wunderschön. Wunderschön. Oh, eine schöne 232. Einmal nicht hingeguckt, schon wäre ich zu schnell. Muss eh bremsen. Sind gleich 100. Die obligatorische Abzweigung ist auch schon auf anderen Strecken vorhanden. Also immer wenn man vom Flughafen Richtung Berlin fährt, also Richtung Berlin Hauptbahnhof, dann gibt es diese Abzweigung hier. Und wir passieren gleich Großbären. Und fahren jetzt wieder auf die Hauptstrecke drauf, wo wir dann auch gleich unsere Höchstgeschwindigkeit erhöhen dürfen. Von schätze ich 160 km/h. Wir jetzt hier gleich noch die letzte Weiche genommen haben. Und alle Wagen über die Weiche gefahren sind, würde ich sagen, wird sich unsere Höchstgeschwindigkeit sprunghaft erhöhen.
200 sogar. Ist das auch nötig, weil wir haben einen ziemlichen Zeitverlust. Machen wir wieder langsam Zeit gut. Sind jetzt auch nur noch 10 Kilometer bis zu unserem ersten Halt, Berlin-Südkreuz. Das Bremsen angesagt. Leider ist der KI-Verkehr jetzt ein wenig eingeschlafen, was man so sagen kann. Aber vielleicht gibt sich das ja noch. Wir haben ja noch ein paar Halte. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Unterwegsteil Berlin-Südkreuz. In Berlin-Südkreuz haben Sie noch folgende Anschlussmöglichkeiten: Regionalexpress 5 nach Altentreptow um 9.34 Uhr von Gleis 6, ICE 597 über Leipzig, Erfurt, Frankfurt, Main um 9.35 Uhr von Gleis 4, Regionalexpress 4 über Berlin Hauptbahnhof Berlin-Jungfernheide, Berlin-Stark um 9.43 Uhr von Gleis 6,
Einheit Intercity Express nach München Hauptbahnhof. Über Bitterfeld, Halle Saale, Erfurt, Bamberg, Nürnberg. 9.44 Uhr von Salz 3. Sowie an den ICE 1008 nach Hamburg-Altona. Über Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau. Hamburg Hauptbahnhof, 9.46 Uhr aus Salz 7. Für weitere Anschlüsse in Berlin Südkreis achten Sie bitte auch auf die Lautsprecheransagen für die Anzeigen am Bahnsteig. Das Zugpersonal bedankt sich bei allen in Berlin Südkreis und den umsteigenden Fahrgästen. Die Mitfahrt im Intercity Express der Deutschen Bahn wünsche ich noch einen schönen Tag, ebenfalls eine angenehme Weiterreise und Wiedersehen. Der Ausstieg in Berlin Südkreuz dann in Fahrtrichtung rechts, bitte. Ja, wunderschöne Ansage. Kann man nicht anders sagen. Und im Hintergrund hören wir die typisch für Berlin klingenden Straßenbahnen. Ein herrlicher Sound, wie ich finde, muss man ehrlich sagen. Den Sound gibt es nur in Berlin. Also ich habe den auch in keiner anderen Stadt gehört, den gibt es wirklich nur in Berlin. Und die Vögel zwitschern, das ist ja mittlerweile auch bei uns der Fall, morgens, auch wenn es noch dunkel ist und kalt, die Vögel zwitschern und man weiß, der Frühling kommt, ist in greifbarer Nähe. Es wird dann hoffentlich endlich wärmer und ja, man kann da vielleicht auch wieder das ein oder andere machen. Spotten gehen zum Beispiel macht, wenn es wärmer ist, sowieso viel mehr Spaß und es ist einfach schön. Der Frühling, der Sommer, ich hoffe, dass das alles einigermaßen stressfrei und ja, so angenehm wie möglich verlaufen wird dann, ohne irgendwelche Einschränkungen. Dass wir den Frühling und spätestens den Sommer wieder ordentlich genießen können und alles das machen können, was uns so gefällt im Sommer, was den Sommer ausmacht und es findet ja dann in der Regel alles draußen statt und ich hoffe, dass das dann alles wieder uneingeschränkt möglich ist. Hoffen wir da einfach mal das Beste. So, Berlin Südkreuz, erster Halt. Aber noch ein paar Meter. Türfreigabe. So. So, wir öffnen die Türen. Berlin Südkreuz, meine lieben Freunde der Eisenbahnromantik. Was ein wunderschönes Bild, oder? Da fährt die Straßenbahn. Information. Wunderschön. Abfahrt 9.30 Uhr. Heute circa 5 Minuten später. So, wir haben Ausfahrt 9.28 Uhr. So, auf geht's. Aber ich hab noch was. Ah ne, brauche ich gar nicht. Wunderschön. Dann. So, Türen sind geschlossen, würde ich sagen. Dann lösen wir die Bremse. Auf geht's. Nächster Halt, Berlin Hauptbahnhof. Thank you.
Das sind jetzt natürlich nicht mehr die Riesenentfernungen. CE. Wunderschön. C4 sogar. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze Berlin Hauptbahnhof tief auf Gleis 8. In Berlin Hauptbahnhof tief haben Sie folgende Weiterreisemöglichkeiten: die CE 942 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Hannover, Bielefeld, Hamm, Dortmund. Gemeinsam mit ICE 952 nach Köln Hauptbahnhof. Über Hannover, Bielefeld, Hamm, Hagen, 946 aus Gleis 14. An den Regionalexpress der Linie 7 nach Wallstadt über Berlin-Friedrichstraße, Berlin-Alexanderplatz, Berlin-Ostbahnhof, 946 aus Gleis 11. An den Regionalexpress 1 nach Frankfurt an der Oder über Berlin-Friedrichstraße, Berlin-Alexanderplatz, Berlin-Ostkreuz, 951 aus Gleis 12. An den Flughafen-Express nach Flughafen BR, Terminal 1-2. Über Berlin Gesundbrunn, Berlin Ostkreuz, um 9.57 aus Gleis 5. An der Regionalexpress der Linie 4 nach Rathenow, über Berlin Jungfernheide, Berlin Spandau, Berlin Stark, 9.58 aus Gleis 6. An den ICE 1093 nach München Hauptbahnhof, über Halle Saale, Erfurt, Coburg, Nürnberg, 10.04 aus Gleis 2. Und an den ICE 93 nach Wien Hauptbahnhof, um 10.04 aus Gleis 2. Für weitere Anschlussmöglichkeiten im Berliner Hauptbahnhof achten Sie bitte auch auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen sowie die Anzeigen am Bahnsteig. Das Zugpersonal bedankt sich bei allen im Berliner Hauptbahnhof aus- oder umsteigenden Fahrgästen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, gegebenenfalls eine angenehme Weiterreise. Auf Wiedersehen. Der Ausstieg in Berliner Hauptbahnhof befindet sich dann in Fahrtrichtung links. So, Einfahrt in Berliner Hauptbahnhof. Das ist auch relativ pünktlich, würde ich sagen. So, öffne die Türen. Schauen wir uns hier mal ein wenig um in den Berliner Hauptbahnhof. So. Neustrelitz, Rostock, Warnemünde.
ICE 1604 Berlin-Spandau, Hamburg-Hafenau, Hamburg-Altona. Danach ICE 1704 Berlin-Spandau, Hamburg-Hauptbahnhof, Hamburg-Altona. So. Besonders viel ist jetzt hier nicht los. So, was mir jetzt aber ein bisschen fehlt, sind die Ansagen. Vielleicht kommt das hier noch, oder es ist hier gar nicht verbaut in diesem Teil des Szenarios. Berlin-Spandau, Wustermark, Rathenow, REFE um 9 Uhr. 58 Berlin Potsdamer Platz Teltow Ludwigsfelde RE4 um 10:06 Uhr. Auf Gleis 3 um 10:18 Uhr der RE5 über Berlin Potsdamer Platz Blankenfelde nach Wünsdorf-Wallstadt. Auf Gleis 2 der ICE 1093 nach München Hauptbahnhof, über Halle Saale Hauptbahnhof, Erfurt Hauptbahnhof um 10:04 Uhr. Der ICE 93 über Halle Saale Erfurt Hauptbahnhof nach Wien Hauptbahnhof, Abfahrt um 10:04 Uhr. Auf Gleis 1 der ICE 703 um 9:37 Uhr nach München Hauptbahnhof, über Halle Saale Hauptbahnhof, Erfurt Hauptbahnhof. Und dieser macht sich pünktlich auf dem Weg. Da sind ja die Ansagen. Und die Aliens sind unter uns. Habt ihr das gehört, wie das geklungen hat? Als kommt der von ihm wie vom anderen Stern. Das war ja. Ja, ich sag's ja, die Aliens. So, wir haben jetzt auch gleich Ausfahrt. Natürlich auch pünktlich, ist ja klar. So, nächste Station Berlin-Gesundbrunnen. Was dann auch gleichzeitig unsere Endstation ist.
So, mal ein bisschen aufschalten hier. Steigung ist doch enorm. Fernlicht können wir dann auch schon mal ausschalten. Es ist die Steigung hier wirklich so extrem? Wahnsinn, habe ich ja noch nie erlebt. Der IC langsam aus dem dunklen Tunnel. Wunderschöne Bilder. Guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen an alle neu zugestiegenen Fahrgäste hier bei uns im IC 2902 auf der Fahrt von Berlin Hauptbahnhof Tief nach Warnemünde über Berlin Gesundbrunn, Oranienburg, Neustrelitz des Hauptbahnhofs Warenbüren zum Rostock Hauptbahnhof und wir wünschen Ihnen nun eine angenehme Fahrt. Unser nächster Fahrplan ist egal, ist dann übrigens schon Berlin Gesundbrunn. So, und den letzten Bahnhof sollten wir dann auch einigermaßen pünktlich erreichen. Da kommt uns noch eine schicke S-Bahn entgegen. Wunderschön. Der Sound ist einfach traumhaft. Man kann es gar nicht anders sagen. So, Gleis 10 werden wir uns einpendeln. Türfreigabe. So, wir öffnen die Türen ein letztes Mal und wir sind pünktlich und heil am letzten Halt angekommen in Berlin-Gesundbrunn mit diesem wunderschönen Szenario, was ich wirklich nur empfehlen kann. Dieser wunderschön beklebten Lok von Märklin beende ich das Ganze hier, würde ich sagen. Das ist nämlich das Ende des Szenarios und das Ende des Videos. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu.
Wir hören uns, beziehungsweise ihr hört mich dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche, noch einen schönen Restsonntag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer, der Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bis dann.